sieht's aus, wenn man die Ledersachen fürs Turnier fertig macht. Züge, Trensen, Showhalfter, noch eine Trense, noch mehr Trensen und die zwei Sättel. Auch geputzt und eingefettet. Stiefel sauber gemacht. Sporen sauber gemacht. So sehen die vorher aus. Und so sehen die nachher aus. Heute vorhin noch mal ein bisschen Trail geritten, haben noch so ein paar Dinge geübt und ich zeige euch jetzt einfach mal, was wir so aufgebaut hatten. Fangen wir mal an hier mit unserer Torkonstruktion, die ihr da im Hintergrund seht. Diese Torkonstruktion hier ohne quasi richtiges Tor, wie ihr seht. Das soll quasi so ein Seiltor imitieren. Wir haben ja kein richtiges Tor hier. Und da muss ich quasi hier rückwärts hinreiten. Dann hier wäre quasi das Seil eingehakt. Dann aufmachen. Über diese Stange reiten. Das Tor weiter in der Hand halten. Also das würde dann von dem Pfosten hier rüber gespannt sein. Dann mit dem Seil in der Hand über die Schrittstange. Und dann wieder über diese Stange, also quasi so eine Wolte. Und dann hätte ich hier weiterhin das Seil in der Hand, rückwärts, und würde das zumachen. Genau, das ist ein Hindernis aus dem normalen Trail, den ich reiten werde, also dem LK1A Senior Trail. Dann hatten wir in dem LK1A Senior Trail sind auch so erhöhte Stangen, also so Stangen über Kreuz aufgemalt oder eingezeichnet in der Pattern. Die haben wir hier nachgebaut. Also eigentlich lag die Stange da drunter. Hier so ein Kreuz hatten. Und da mussten wir dann im Trab drüber. Ich habe die Fistbitte in die Töpfchen von Ikea genommen, damit die Stange halt nicht hin und her rollt. Genau, das haben wir zu üben genommen. Dann haben wir noch bei in Lisas Trail, in dem LK3B Trail, war hier so ein Trabhindernis eingezeichnet. Da sind diese vier Stangen hier, wo man hier halt mit zwei Trabschritten dann einem und wieder zwei drüber geht. Das habe ich direkt mit dem Foxy auch geübt, weil das ist in meiner Pattern selber nicht drin, aber schadet ja nie, das zu üben. Ja, das war so ein paar Dinge, die ich geübt habe. Und heute nochmal, was ich auch noch geübt habe, war hier die Geschichte mit den drei Stangen. Einem Trab und im Galopp drüber, also über die zwei Stangen und dann hier ums Eck. Über die Stange oder halt auch andersrum. Da erst über die Stange und dann da drüber. Ja, also waren quasi heute die Turniervorbereitungen. Nochmal so ein bisschen Trail üben. Gucken, ob alles passt, ob alles klappt. Und Ledersachen sauber machen. Das ist relativ aufwendig, weil wir brauchen halt, da die Lisa einmal Betung reitet, zwei Sättel. Vier Trensen nehmen wir, glaube ich, mit. Ein Showhalfter, Ohrenstiefel. Das erste Turnier der Saison ist, hat es das alles relativ nötig, nochmal geputzt zu werden. Und ja, heute passiert sonst nicht mehr viel. Morgen gehen wir noch eine Runde ausreiten. Dienstag longiere ich dann ein bisschen und dann wird der Foxy gewaschen, eingeflochten. Und dann geht es am Mittwoch los. Ich kann euch jetzt noch mal zeigen, was wir sonst noch vorbereitet haben. Das haben wir vorgestern gemacht, als so ein richtig beschissenes Wetter war. Weil das konnten wir unterm Dach machen.
Und da haben wir das direkt ausgenutzt. Aufmachen. Und zwar sind wir ja dann ganze 5 Tage in Aachen und ich kaufe immer ungern Heu nach oder wo ich halt nicht weiß, wie die Qualität vom Heu ist, weil der Foxy manchmal auch ein bisschen pingelig ist. Und mit Beethovens Heustauballergie, da muss das Heu schon gut sein, damit das, wenn das nass gefüttert kriegt, halt nicht hustet. Und deswegen haben wir hier unseren Futterwagen vorbereitet. Das ist einfach so ein ganz normaler Anhänger, wo wir jetzt 9 Heuballen reingepackt haben. Unsere faltbare Schubkarre, damit wir die Boxen in Aachen auch sauber machen können. Und dann hier drunter auch nochmal eine Packung Einstreu, weil in den Boxen ist erst ein Streu drin, aber das reicht natürlich nicht für 5 Tage. Und damit wir den auch ein schönes, sauberes Bett machen können, nehmen wir dann immer noch Einstreu mit. Und ja, das haben wir hier alles halt schon mal reingeräumt. Das wird dann beim Transport mit dieser Plane hier abgedeckt. Und dann haben wir unser Futter und unser Einstreu schon dabei. Und das haben wir halt schon mal gemacht, damit wir das nicht noch Mittwochmorgen machen müssen, weil das ist unnötig. Das kann man ja gut vorbereiten. Genau. Und ja, genau, das war unser gepackter Futterwagen. Ich mache mal wieder zu. Dann können wir zum Glück hier, wo das Heu gelagert wird, hier bei uns im Stall, haben wir da zum Glück so ein bisschen Platz, dass wir den hier reinstellen können, dass wir den, gerade wenn es jetzt ab und zu noch mal regnet, dass wir den nicht schon komplett abgedeckt irgendwo hinstellen müssen, sondern damit das Heu noch gut belüftet wird. Hier haben wir dann noch weiteres Einstreuen, wo wir noch den Hänger mit einstreuen werden. Da machen wir nämlich auch immer relativ viel Einstreu rein, dass wenn der Sack Späne, den wir jetzt noch mitnehmen, der noch auf dem Futterwagen ist, nicht reicht, dass wir dann einfach was aus dem Hänger holen können. Und damit dann einstreuen können, damit die Pferde schön schlafen können und schön sauber liegen. Und dann schön ausgeruht und sauber die Prüfung laufen können. Und damit der frisch geputzte und frisch eingefettete Sattel natürlich sauber bleibt und nicht wieder aussieht, wie sauber das Turnier ist, wird er jetzt schön in den Sattelschoner eingepackt. So, nochmal als Zwischenergebnis. Geputzter Sattel 1, geputzter Sattel 2 und geputzte Trensen und Zügel. Alles schön zum Trocknen und damit das Fett einziehen kann, aufgehangen. Und wenn das dann alles eingezogen ist und wir Dienstag dann das letzte Mal geritten sind oder longiert haben, wird es alles eingepackt. Mhm.